Miami Flair, Dicker! Ich muss hier warten, bis der Chat weiterläuft. Museno, zum Thema Museno. Boah. Ich warte noch ab. Ich will noch nicht mit der kompletten Geschichte raus, weil ich noch so ein bisschen abwarte, wie er sich da weiter so ein bisschen zum Nappel macht. Aber wenn Leute denken, dass die Situation mit Museno so ist, dass ich ihn nicht mehr haben wollte, oder dass es irgendwie einen Streit gab oder sowas, das ist nicht vorgefallen, das kann ich euch sagen. Es gab keinen Streit. Also es gab auch nicht irgendwie, so wie mir viele Leute mal andichten, dass ich ihm was verboten hätte oder was nicht gegönnt hätte oder irgendwie einen persönlichen Streit gehabt, überhaupt nichts. Er war der Meinung, man müsste 4 bis 5 Wochen in Ramadan nicht ans Telefon gehen und nicht arbeiten. Und hat sozusagen dann, er kommt ja sozusagen aus Stuttgart, er ist zwar in Berlin geboren, hat auch 030 hier auf dem Gesicht tätowiert und so und hat auch Familie in Berlin, aber er ist von seiner Art, von seinem Kern her, ist er absolut kein Berliner. Und was ich damit sagen will, dass er kein Berliner ist, ist auch, der kommt auch mit so einer Berliner Mentalität. Da gibt es auf jeden Fall viele Ecken in Berlin, so wenn du da rumhängst, dann wirst du von allen Seiten belabert, viele gönnen dich und sowas. Na, dann war es halt wirklich so, dass er zu dieser Zeit da irgendwie, keine Ahnung, bei seinem Cousin abgehangen hat, irgendwo ein Wedding, und die ihn dann belabert haben. Und dann hat er sich auf einmal, keine Ahnung, entweder er hat dann so einen leichten Höhenflug bekommen oder keine Ahnung, was mit ihm los war. Und dann auf einmal ist er nicht mehr ins Telefon gegangen. Und ich schwöre euch, so wahr ich hier sitze, Symes und ich, wir saßen im Studio, wir haben keine Ahnung, ihn 2 Wochen nicht erreicht. Und wir haben uns gefragt, was mit ihm los ist. Ist der jetzt in der Sekte oder was? Ist der jetzt untergetaucht? Weil es so komisch vorkam. Er meinte, ja, er will Ramadan machen, er will jetzt nicht arbeiten an Ramadan. Ich so, seit wann arbeitet man an Ramadan nicht, Alter? Ich kenne mich schon so ein bisschen damit aus. Also du kannst du nicht rausnehmen, nur weil du fastest, dass du nicht arbeitest und keine Musik machst. Und dachte ich mir aber, okay, Respekt davor, scheiß drauf. Dann scheiße ich auf diese 4, 5 Wochen, wo meiner Meinung nach schon ein halbes Album gemacht wird in 4, 5 Wochen, ja. Lass ich ihn machen so. Und irgendwelche Leute haben ihn, wie gesagt, belabert. Ich habe auch dann schon so ein bisschen rumrecherchiert. Dann hatte ich da seinen Cousin am Telefon, der wurde auch ein bisschen frech. Und ich habe so das Gefühl gehabt, so die ganzen Leute um ihn rum haben so gemerkt, so okay, er hat jetzt wieder ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr bei Flair Hype abgegriffen, so jetzt möchten die davon auch profitieren. Und Museno ist, wie gesagt, ein ganz lieber Junge und der lässt sich da irgendwie, glaube ich, auch sehr schnell vereinnahmen. Keine Ahnung, was da genau passiert ist, ist mir auch egal, interessiert mich auch nicht, weil ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter, wo ich jetzt mich krass mit so einer Sache befassen kann. Ich bin auch im Urlaub gerade. Und dann hat er aber, wie gesagt, dann angefangen, irgendwie auch noch in der Öffentlichkeit frech zu werden, so dann, dass er dann keine Ahnung, Adlibs verkauft. Wo ich mir so denke, machst du dich jetzt lächerlich? So, und damit macht er dann auch meine Arbeit, die ich in ihn reingesteckt habe, macht er dann auch kaputt. Verstehst du? So was vor sich jetzt knallt. Weißt du, so was baue ich einen Künstler auf, der sich dann so unterm Wert verkauft, irgendwie auf Insta. Dann macht er wieder einen Scherz draus. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Er verhält sich nicht gerade, versucht jetzt überall, keine Ahnung, so Anerkennung zu bekommen, weil bei mir im Studio mit Symes gibt's erstmal keine Anerkennung. Du kriegst Anerkennung, wenn du einen miesen Hit gemacht hast und nicht, wenn du da mit Autotune so ein paar Lines hinjodelst. Das ist ich bin dann wie so ein Trainer, der die Leute halt pusht und viele Leute kriegen es in den falschen Hals. So, weißt du, ich habe Jalil jahrelang gepusht. Und wenn Jalil was daraus gelernt hat, dann würde er sozusagen das auch nicht als negativ auffassen, dass er 2 Jahre lang von mir einen Arschtritt bekommen hat. Aber die meisten Leute sehen es sozusagen dann als Erniedrigung. Die sehen es nicht als Förderung, sondern die sehen es als Erniedrigung, wenn man denen sagt, nein, du bist doch nicht gut genug. Und das ist das Problem. Die Leute fühlen sich dann angegriffen und möchten halt nicht besser werden, sondern möchten gleich bleiben und möchten lieber Leute um sie rum, die denen sozusagen Zucker in den Arsch blasen. So, und ich bin nicht so ein Typ, Alter, weil ich das bei mir selber auch nicht mache. Ich will auch nicht, dass meine, keine Ahnung, Freundinnen, Kumpels und so, ich will auch nicht, dass sie jeden Tag zu mir kommen und sagen, boah, du bist voll der tolle Typ. Will ich nicht, interessiert mich gar nicht. Ich möchte lieber, dass Leute mir sagen, guck mal, da hättest du noch besser machen können, guck mal hier, guck mal da. Und mit Kritik umgehen ist immer schwer.
So, aber wenn du das nicht kannst, wenn du von schon am Anfang deiner Karriere, wie jetzt bei Moseno, nicht klarkommst, dass dir jemand in den Arsch tritt, so, dann bist du auch fehl am Platz. Und deswegen habe ich ihm dann immer gesagt, okay, pass auf, du hast einen Vertrag, du hast in dem Vertrag diese Aufgaben, erfüll die. So, das habe ich ihm geschrieben, so. Und ansonsten kannst du untertauchen, kannst du dich von mir verstecken und sowas, ist kein Problem. So, und wenn du der Meinung bist, dass du irgendwie aus dem Vertrag rauskommst mit irgendwelchen Schwulitäten oder wenn du denkst, du kannst irgendwelche Leute anrufen oder irgendwas machen, macht alle. Weil mittlerweile denke ich mir so, ich bin 20 Jahre lang in diesem Game, ich habe vielen Leuten geholfen und jeder, der bei Maskulin erfolgreich war, war danach nicht mehr erfolgreich. Das ist einfach nur mal Fakt. Okay, das sage ich jetzt nicht, um Leute groß zu machen oder mich groß zu machen oder andere Künstler klein zu reden, so, sondern die Arbeit, die ich bei Maskulin gemacht habe, die habe ich auch gemacht, weil ich Leute cool fand, kumpelmäßig auch mit denen cool abgehangen habe. So, und wenn Leute jetzt sozusagen dann glauben, sie könnten das alleine besser oder sie würden es alleine so gut machen, dann sollen sie es so unter Beweis stellen. Sollen sie es alle unter Beweis stellen. So, und das können sie halt nicht, sondern bevor sie dann ihr eigenes Ding machen, bevor sie dann durchhalten und auch diesen Schmerz austragen und auch diesen Schmerz aushalten und auch dieses Leben leben und 100% Rapper sind. Mann, ich hatte Künstler bei mir, Dicker, die haben Platz 1 Album bekommen und haben nicht mal Instagram gemacht, weil die Freundin meinte, mach dir kein Instagram. Versteht ihr, mit was für ein Bullshit man sich dann rumschlagen muss? Also weißt du so, dann Jahre später peilen die Ideologie, peilen die den Sound, peilen die den Vibe, peilen die meine Arbeitsmoral und dann wollen sie es selber machen, aber dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. So, ich will gar nicht auf dem Jungen rumhacken, aber was mit Silla passiert, Leute? Was mit Silla passiert? Natürlich habe ich ihn am Ende auch verarscht und in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Na klar, aber wisst ihr, was der Typ gemacht hat, Digga? Der hat mich so oft verraten. Ich weiß noch, wo ich mit irgendwelchen Hells Angels Stress hatte, saß der Typ mit mir im Studio und hat undercover mit SMS verraten, wo ich mich gerade aufhalte. So eine Sachen kam am Ende, wo ich so richtig harte Zeiten habe. Und es ist immer, Freunde werden Feinde, weil der Neid nagt an ihnen, sie werden zu Spielverderbern. Freunde werden Feinde, weil die Leute kommen nicht klar. Du machst ihnen Geschenke und sogar ein Geschenk sehen die als Erniedrigung. Und es ist immer so. Und glaub mir, ich chill hier gerade im Urlaub, Alter. Ich habe eine 60.000 Euro Kette. Ich habe eine 60.000 Euro Uhr. So, ich lebe hier mein Leben. Ich habe ein 200.000 Euro Auto auf dem Hof. Ich chill hier am Pool. Ich mache zum ersten Mal in meinem Leben Urlaub, weil ich hart dafür gekämpft habe. Weil ich hart dafür gearbeitet habe, so. Und ihr glaubt gar nicht, wenn ich hier, keine Ahnung, in der Sonne so ein paar Bilder, hier ein paar Fotos mache, Alter, wie viele von den Hampelmännern mir wieder schreiben. Hey, Flair, du hast mich 3 Jahre lang nur erniedrigt und du hast bla bla bla. Mann, Leute, Alter. Don't hate the player, hate the game, Alter. Hasst nicht mich, Alter, weil ich manchmal sage, okay, die Arbeit sieht so und so aus, man muss das im Leben machen, um was zu erreichen. Sondern das wird von mir genauso verlangt. Yo, Arafat, peace, Habibi. Ja? Glaubt es mir, jeder Typ da draußen, der mit irgendjemand anderem eine Geschäftsbeziehung hatte, der mit irgendjemandem zusammengearbeitet hat, so alle haben dran gearbeitet. So, und die Typen, die dann auf einmal nicht mehr klarkommen, das ist ein hartes, das ist peinlich, Alter. Und darum, glaubt es mir, der einzige Grund, warum ich mich mit Leuten streite, ist, wenn sie faul sind, wenn sie nicht arbeiten. Ich meine damit jetzt keinen speziell, ich meine jetzt auch keinen Rapper, ich meine mein ganzes Leben, meine ganze, alles, in jeder Lebenslage, nicht nur Rap. Scheiß mal auf Rap. Auch so normal, wenn ich andere Sachen mache im Business. Oder wenn ich, stell dir vor, ich bin eine Freundin, Alter, und meine Freundin chillt only den ganzen Tag. Würde ich auch sagen, kriegt man deinen Arsch hoch. Ist egal, in welcher Lebenslage man sich befindet, so, du musst dafür arbeiten. Und jeder Typ, der bei mir unter Vertrag war, hat sich am Ende nur mit mir gestritten, weil er nicht dieselbe Arbeitsmoral hatte. Jeder. Weil, was macht es für einen Sinn, dass ich Talent in Leuten sehe? Und ihr seht doch, der einzige Grund, warum jeder Typ da draußen, der nicht mehr bei Maskulin ist, mit mir überhaupt so Faxen machen kann, ist, weil ich kein abgewichster Business-Typ bin, der immer gleich jeden miese Verträge reindrückt.
Weil glaubt ihr, wenn ich jemandem meinen miesen Vertrag reindrücken würde, könnte er sich jetzt so, keine Ahnung, da draußen rausreden und sich um welche Leute holen? Und dann, nein, weil es Kumpelverträge waren. Weil ich, keine Ahnung, weil ich gesagt habe, komm, wir sind fair, wir machen einen Vertrag oder wir machen gar keinen Vertrag. Weil ich dann von mir selber ausgehe und mir denke, Mann, die Leute peilen meine Initiative, die peilen, dass eine gute Zusammenarbeit immer auf lange Frist. Braucht man eine lange Zeit. Ich habe nichts davon, dass ich, keine Ahnung, jemanden ein Jahr hochpushe, da mache ich kein Geld. So, es geht darum, weil ich Kumpelverträge gemacht habe, weil ich mit Leuten immer überhaupt eine Kumpelmentalität geteilt habe, weil es